Hallo und herzlich willkommen zu Hafen TV. Wir begleiten heute die Männer der Wasserschutzpolizei und wir schauen uns einmal ganz genau an, welche Aufgaben und Kontrollen zur Polizeiarbeit gehören. Die Geschichte der Wasserschutzpolizei ist eng mit der Entwicklung des Hamburger Hafens verknüpft. Ohne sie wäre der Hafen sicherlich nicht das, was er heute ist. Einer der sichersten der Welt. Die vielfältigen Aufgaben der Wasserschutzpolizei reichen von der Bekämpfung von Umweltkriminalität bis zur Sicherung des Schiffverkehrs im Hafen. Heute gehören insgesamt 34 Boote unterschiedlicher Art und Größe und mehr als 54 Streifenwagen zur Flotte der Hamburger Wasserschutzpolizei. Mehr als 500 Männer und Frauen leisten täglich erfolgreiche Sicherheitsarbeit rund um den Hafen. Wir begleiten in dieser Sendung einige Kollegen des Wasserschutzpolizeikommissariats 1 bei ihren alltäglichen Aufgaben. Zuerst steht eine umfangreiche Schiffskontrolle an. Polizeioberkommissar Ulf Valigora und Polizeihauptmeister Björn Beuse machen sich auf den Weg zum Terminal. Wir fahren jetzt von unserem Revier, das ist im Prinzip gleich um die Ecke hier im Waltershofer Hafen, zum Predöl-Kai. Das ist eine Kai-Anlage für Container, wo Schiffe entladen werden, der Firma Eurogate. Und dort liegt ein taiwanesisches Schiff. Dort werden wir Grenzkontrolle machen. Das heißt, gucken, wenn die Seeleute an Land wollen, haben sie die richtigen Papiere. Wir teilen Landgangsausweise aus, weil man für Seeleute nicht unbedingt für jedes Land ein einzelnes Visum beantragt, sondern da macht man das über die Seefahrtsbücher, über die Pässe, die sie mitbringt, dass sie die Legitimation kriegen, hier an Land gehen zu dürfen. Das sind dann die sogenannten Showpasses. Und die geben wir aus, was normalerweise Bundespolizei macht, macht in Hamburg die Wasserschutz. Das Schiff ist noch relativ neu. Noch wurden in Hamburg für diesen Containerriesen keine Kontrollen durchgeführt. Darum werden alle sicherheitsrelevanten Bereiche genau unter die Lupe genommen. Wie gesagt, es gibt jetzt hier an Bord mehrere Verordnungen, Gesetze, die eingehalten werden müssen. Fängt mit der Gangway an, dass da ein Netz ausgebracht ist. Falls jemand von der Gangway fällt, dass er vor diesem Netz aufgefangen wird. Das kontrollieren wir mit einem schnellen Blick, wie so vieles. Tragen die Arbeiter Helme? Werden hier überhaupt die Kontrollen durchgeführt, die das ISPS betrifft? Also eine Sicherheitsverordnung, die nach dem 11. September 2001 von den Amerikanern mehr oder weniger angestoßen wurde und auch jetzt durchgesetzt wird, wo man die Schiffe klassifiziert, die Hafenanlagen werden klassifiziert. Seit der Umsetzung des Sicherheitsstandards müssen nahezu alle Schiffe, die einen Hafen anlaufen, zuvor explizit übermitteln, welche Ladung sie an Bord haben. Die Behörden des anlaufenden Hafens haben umfassende Kontrollrechte. Ja, das beinhaltet eben auch, dass man sich eintragen muss, wer geht an Bord, wer geht von Bord. Diese Überprüfung hat es auch früher schon gegeben. Nur da hat man mehr oder weniger nur so ein bisschen geguckt, ja, sind überhaupt alle Mann an Bord, dass wir losfahren können? Beziehungsweise sind die wichtigsten Leute, die man so an Bord hatte, sind die wieder runter? Und da die Kontrollen nicht ganz so dicht waren, gab es zum Beispiel viel öfter, als man das jetzt hat, blinde Passagiere. Das ist wirklich, durch diese Kontrollen fällt das weg, weil die Anlagen selber sehr geschützt sind mit höheren Zäunen, verstärkten Wachen und die Schiffe eben auch. Zugangskontrollen zu Tag und Nacht. Früher nachts kam man so an Bord, da ist man irgendwo ins Schiff gegangen, hat irgendwo an der Tür geklopft und konnte dann seine Kontrollen machen. Der natürlich, den man da geweckt hat, der hatte Pech. Aber heutzutage ist es, man kommt nur noch über einen Punkt ins Schiff und es wird kontrolliert, man wird begleitet. Unter Deck führen die Beamten erst einmal eine normale Grenzkontrolle durch. Die Ausweise der Crew werden überprüft. Danach werden die allgemeinen Schiffspapiere und Zertifikate in Augenschein genommen. Und jetzt ganz normaler Ablauf ist, dass wir erstmal gucken, wo kommt das Schiff her, wann ist es eingelaufen. Der kommt ja zum Beispiel hier gerade frisch aus Rotterdam. Was wir dann immer noch mit einsammeln, ist eine Port of Call List. Das heißt, wo ist er überall gewesen, das ist für uns wichtig, um auch, ob nun hier das nächste für die Seegesundheitserklärung, für den Schiffs- oder für den Hafenarzt hier zu sehen, und der kommt zum Beispiel aus Afrika, dass wir dann nochmal ankreuzen, Afrika-Fahrer. Das heißt, es kann wichtig sein, wenn da irgendwelche Krankheiten an Bord sind, beziehungsweise wenn die natürlich auch Interesse haben, überhaupt mal das Fahrzeug, das Schiff dann zu kontrollieren. Wer ist da überhaupt an Bord? Wie ist der Gesundheitszustand? Nach der Papierarbeit geht es in den riesigen Maschinenraum. Hier müssen einige Schlüsselfunktionen des Schiffs kontrolliert werden. Ja, grundsätzlich haben wir erstmal überprüft, was wir oben schon nachgeguckt haben. Was gibt es für Tanks? Wo sind diese Tanks? Ob
eventuelle Umpumpvergänge mit entsprechenden Pumpen, nach den Reinigungsanlagen, nach den Separatoren, was es nicht alles gibt, ob das auch, sag mal, so sein kann. Verbrennungsanlage, wo wir zum Beispiel reingeguckt haben, ob er nun nicht doch noch da was illegal drin hat, ob er da was irgendwas verbrannt hat, was da nicht sein sollte. Deshalb lässt man sich das mal aufmachen, guckt mal nach, ob da Rückstände sind. Und ja, das haben wir im Prinzip gemacht. Und dann dadurch, dass das ein ganz neues Schiff ist, haben wir nochmal geguckt, was sind das überhaupt für Anlagen, wie sehen die aus. Und der gesamte Rundumblick, den wir oben eben papiermäßig kontrolliert haben, der wird hier nochmal nachgeguckt. Stimmt das alles so, wie er es angegeben hat? Am Monitor konnten wir sehen, welche Anlagen laufen, was genau eingeschaltet ist. Und das wird hier unten einfach nochmal kontrolliert. Kurzes Abschlussfazit. Schiff und Besatzung haben die Überprüfung bestanden. In anderen Häfen auf der Welt sind die Kontrollaufgaben häufig auf mehreren Schultern verteilt, was nicht unbedingt ein Vorteil sein muss. Und es rückt grundsätzlich ein ganzer Stab an. Die einen machen Grenzkontrolle, die nächsten machen die Marpol-Kontrolle, das heißt Maschinenkontrolle, was das so betrifft. Die nächsten kontrollieren die Zertifikate vom Schiff, die nächsten die Zertifikate von den Besatzungsmitgliedern. Und das machen wir im Prinzip alles auf einmal. Polizeioberkommissar Ulf Valigora werden wir später noch einmal kurz wiedersehen. Jetzt wollen wir näher auf die Geschichte und Tradition eingehen. In diesem Jahr feiert die weltweit älteste Wasserschutzpolizei ihr 225-jähriges Bestehen. Und das wurde unter anderem mit einer Ausstellung auf der Rigmarigmas gewürdigt. Das Jahr 1787 war das entscheidende Jahr für die Gründung der Hamburger Wasserschutzpolizei. Mit dem wachsenden Hafen und mit dem wachsenden Hafenumschlag vor allen Dingen und mit dem wirtschaftlichen Erfolg Hamburgs ging einher, dass davon nicht nur Kaufleute angezogen worden sind, sondern vor allen Dingen im Binnenhafen auch immer wieder Ladungsdiebe, Gauner und Betrüger. Und seit Jahrzehnten, schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts, beschwerten sich immer mehr Hamburger Kaufleute und Handelsreisende über die Zustände im Hafen. Und nach langen Jahren entschied sich dann der Hamburger Rat dazu, hier was zu tun und hat eine kleine Hafenpatrouille eingesetzt, bestehend aus 4 Mann und einem kleinen Boot, die des Nächtens eben im Hafen, im inneren Hafen Patrouille fahren sollten und diesem ganzen Diebereien und Räubereien Einhalt gebieten sollten. Und damit war die Binnenrunde gegründet, eben zuständig für den inneren Hafen, und das ist die Keimzelle der heutigen Hamburger Wasserschutzpolizei. Die Einsatzmöglichkeiten von damals sind mit denen von heute nicht zu vergleichen. Also ich habe es mir genau angeguckt, wie die Bedingungen damals waren. Ich weiß natürlich, wie sie heute sind. Ich muss sagen, ich möchte nicht zurück. Früher war es wohl doch arg ungemütlich, auch den Dienst zu tun. Selbst an den Dienststellen war relativ wenig geheizt. Die Boote mussten gepaddelt werden oder gerudert werden. Man hatte überhaupt anfangs keinen Motor. Das kam natürlich alles Stück für Stück. Erst dampfbetriebene, dann dieselgetriebene Barkassen. Jetzt haben wir hochmoderne Fahrzeuge, auf denen man natürlich viel besser seinen Dienst verrichten kann. Ein ganz anderes Aufgabengebiet nehmen die Beamten beim Hafengeburtstag wahr. In einer gemeinsamen Regiezentrale koordinieren Wasserschutzpolizei und das Oberhafenamt der HPA den Ablauf dieses größten Hafenfestes der Welt. Das ist ein logistisch doch sehr anspruchsvolles Ding, was wir hier machen. Von Jahr zu Jahr kriegen wir mehr Schiffe, von Jahr zu Jahr kriegen wir mehr große Schiffe. Es wird von Jahr zu Jahr anspruchsvoller, aber auf der anderen Seite kriegen wir auch mit jedem Jahr mehr Erfahrung. Szenenwechsel. Bei unserer nächsten Kontrolle geht es um die Hafensicherheit. Container werden auf ihre Ladung hin geprüft. Sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen und vor allem sind die Umweltvorschriften eingehalten worden? Warum haben wir die Masken auf und was gucken wir jetzt in diesem Container nach? Also wir haben hier die Masken auf, weil sie sich in diesem Container Gefahrgut befindet, in dem Fall ein giftiger Stoff. Und wir haben schlicht ergreifend die Masken auf, damit, wenn sich da tatsächlich gefährliches Gas gebildet haben sollte, uns nichts passieren kann. Zuerst wird mit einem Spezialgerät die Luft im Container auf giftige Gase kontrolliert. Das Messgerät zeigt keine Auffälligkeiten an. Sauerstoff ist in Ordnung, unsere Explosionsgrenze ist in Ordnung und Phosphorwasserstoffe sind in Ordnung. Ein PED ein bisschen höher, das ist nicht schlimm. Erst jetzt darf der Container geöffnet werden. Gut ein Dutzend dieser Stahlboxen kann ein Zwei-Mann-Team täglich überprüfen. Nach kurzer Zeit gibt es bei dieser Ladung etwas zu beanstanden. Der Container mit der Ladungssicherung in der Tür bin ich nicht einverstanden. Da muss noch nachgearbeitet werden. Das heißt, der Container wird durch uns gesperrt werden.
Und dann kriegt der Verfügungsberechtigte Kenntnis, dass er das bitte nacharbeiten lassen muss. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum machen Sie das sozusagen, die Polizei, die Wasserschutzpolizei und nicht der Zoll? Weil der Zoll dafür nicht zuständig ist, sondern in Hamburg ist entschieden worden, dass die Wasserschutzpolizei fürs Gefahrgut zuständig ist. Dieser Container ist ein absolutes Negativbeispiel. Hier ist die gesamte Ladungssicherheit nicht mehr gewährleistet. Und also ganz offensichtlich sind die Paletten für diese Ladung nicht geeignet. Die ist viel zu schwer. Man sieht schon, die Paletten, die biegen sich unten durch. Ketzerisch gesagt handelt es sich das hier um asiatisches Hartholz, weil viele Container, gerade aus Asien, mit solchen geklebten Paletten hier ankommen. Und Ladungssicherung ist in der Tat bei uns ein Beanstandungsmängel, der bei ungefähr bei 90% liegt. Jetzt Schulnote 1 bis 6, dieser Container bekommt eine? 6. Das ist nicht besonders gut. Das ist nicht gut, das ist miserabel. Gibt es denn jetzt eine Geldstrafe oder was passiert damit genau? Der Verursacher sitzt im Ausland, den können wir nicht belangen. Wir können natürlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige schicken, dann freut er sich und sagt, das ist ja nett, dass ihr mir was schickt. Nein, wir werden den Container auspacken lassen. Gegebenenfalls müssen die Kanister umgefüllt werden. Das verursacht Kosten und das tut ihm hoffentlich so weh, dass er das in Zukunft anders machen wird. Neben der Gefahrgut- und Umweltkontrolle am Terminal und auf den Schiffen kontrolliert die Wasserschutzpolizei auch das Straßen- und Schienennetz. Denn große Mengen von Gefahrgut und Abfall werden täglich durch den Hafen transportiert. Ein weiterer wichtiger Bereich sind natürlich die Kontrollfahrten auf der Elbe und in den Hafenbecken. Und bei so einer Streifenfahrt treffen wir Polizeioberkommissar Ulf Valigora wieder. Wir kontrollieren jetzt von See aus, was eventuell an den Schiffen nicht ganz in Ordnung ist. Wir haben vorhin ISPS angesprochen. Wir würden jetzt zum Beispiel, wenn man sich den Hamburg-Süd-Dampfer anguckt, mal auch kontrollieren, sind die Lotsenleitern alle oben, sind alle möglichen Öffnungen im Rumpf, um eben so als Lotse jetzt zum Beispiel die Lotsentür unten zu benutzen, um an Bord zu kommen, ist das alles verschlossen? Denn das nützt ja nichts, dass ich vom Land eine perfekte Kontrolle durchführe und von Seeseite her kann ich über Lotsenleiter und andere Öffnungen eben aufs Boot rauf. Das heißt, das würden wir jetzt kontrollieren. Was sind die meisten Fehler, die Sie so finden, also die meisten Straftaten hier im Hafen? Das kann man eigentlich nicht sagen, das ist alles bunt gemischt, wie eigentlich alles. Es gibt Rechtsfahrgebot, was zum Beispiel relativ wenig Leute an Land wissen, dass das hier auch einigermaßen ordentlich über die Bühne geht, dass man sich ordentlich begegnet, gerade hier im Hafen, wenn man jetzt rumguckt, ist doch einiges unterwegs. Es gibt ja teilweise Beleuchtungsvorschriften, dass die Schiffe nachts eben bestimmt beleuchtet sein muss, dass man erkennen kann, wie fährt das Schiff, welche Seite sehe ich gerade. Nachts sehe ich nur ein paar Lichter auf mich zukommen und dann weiß ich ganz genau, sehe ich ein grünes, sehe ich seine Steuerbord, also rechte Seite. Und ja, ob das jetzt teilweise fallen die Lampen aus, darauf achten wir. Also, alles muss seine Ordnung haben und das ist auch wichtig. Denn nur wenn alle sicherheitsrelevanten Bereiche reibungslos funktionieren, kann der Hafen sein volles Potenzial ausschöpfen. Jeden Tag arbeiten die Beamten der Wasserschutzpolizei und die HPA gemeinsam daran, Schiffen und ihren Besatzungen einen sicheren und in der Abfertigung auch schnellen Hafen zu bieten.